Ein Mann, der weiß, wovon er spricht, fesselte in Bad Schallerbach sein Publikum, die Löwen des Haushofs. Primar-Universitätsprofessor Dr. Bernd Eber, der Chef der Herzabteilung des Krankenhauses Wels, referierte über sein Spezialgebiet, das Herz. Und da hätte man 1,5 Stunden lang die berühmte Nadel fallen hören. Herr Präsident Pilstl vom Lions Club Hausruck, ein wahnsinnig interessanter Vortrag, der heute hier vom Primar über das Thema, das uns ja alle bewegt, gehalten wurde, über Herzinfarkt. Wie kommt man denn so Koryphäen, dass die in Schallerbach vortragen? Diese Koryphäen habe ich durch meinen Lions-Freund Rudi Tanner zu diesem Vortrag bekommen. Ich habe den ersten Kontakt mit Professor Eber vor circa 1,5 Jahren gehabt. Wir selbst haben ja ein großes internationales Unternehmen und auf einmal hatte ich ein großes Problem und ich war auch bei ihm und er hat gesagt, lieber Herr Pilstl, machen Sie am Abend einen kleinen Spaziergang, eine halbe Stunde, schalten Sie ab und Sie werden sehen, in einem halben Jahr schaut es wieder anders aus. Ich habe das befolgt und wir haben kein Problem mehr. Frauen dann sie ein bisschen leichter mit dem Herzinfarkt. Wie stehst du zu dem Thema Herzinfarkt? Ja, ich habe bedauerlicherweise durch meine, sagen wir mal, schlechte Vererbung durch den Herzinfarkt meiner Mutter mit 39 Jahren ist sie verstorben, an Herzinfarkt, mit diesem Problem seit vielen Jahren innerlich zu kämpfen und setze mich sehr bewusst mit dem Thema auseinander, auch schon viele Jahre und ernähre mich daher bewusst, rauche nicht mehr seit einem Jahr und versuche halt Faktoren, Risikofaktoren andererseits zu minimieren, weil ich eben weiß, von der Vererbung her bin ich eher schon ein Risikofaktor. Der Star des heutigen Abends beim Lions Club Hausruck, Primar-Universitätsprofessor Dr. Bernd Eber, über ein Thema referiert, das nicht nur die heute hier Anwesenden berührt, sondern mit Sicherheit auch unsere Seher. Herzinfarkt. Was würden denn Sie als die 5 Hauptrisikofaktoren eines Herzinfarkts bezeichnen, wenn Sie es rein müssten? Ja, also Herzinfarkt ist ein Ausdruck von dieser Gefäßverkalkung an den Herzkranzgefäßen. Da gibt es natürlich auch eine Verkalkung der Hirnschlagadern und der Beinschlagadern. Und da gibt es 3 Hauptrisikofaktoren, etwa gleich zu reihen. Das ist das Cholesterin, das erhöhte Cholesterin. Davon gibt es auch ein böses Cholesterin, das sogenannte LDL-Cholesterin. Das kann man im Blut nachweisen. Der erhöhte Blutdruck und das Zigarettenrauchen. Wobei jedes Stromgebiet, wie wir sagen, hat einen anderen Hauptrisikofaktor. Das Herz hat das Cholesterin. Der Schlaganfall, die Hirngefäße haben den hohen Blutdruck. Und das Bein, die Beine, die Gefäße in den Armen haben das Rauchen, deswegen heißt es auch Raucherbein. Nicht? Aber alle 3 sind etwa gleichwertig zu sehen. Und dann gibt es doch eine Fülle von anderen Risikofaktoren, die ein großes Gewicht haben. Die Zuckerkrankheit, der Diabetes, Bewegungsmangel und Übergewicht. Die beiden letzten Punkte, Übergewicht, Bewegungsmangel. Jetzt gibt es ja sehr viele Fitnessgurus, die versprechen mit Laufen keinen Herzinfarkt. Was sollte man denn eigentlich wirklich machen? Sportlich oder Ausdauersport, um das Risiko eines Herzinfarkts einfach zu mindern? Ja, also wichtig, Bewegung ist ein Teil der, wir sagen als Ärzte, der Lebensstilmedizin. Und da gehört dazu die Bewegung, also eine gesunde Bewegung mit einer entsprechenden Dosis und natürlich auch die Art der Bewegung, auf die ich gleich zu sprechen komme. Das zweite ist die Ernährungsumstellung. Ich sage auch hier nicht bewusst Diät, weil das ist etwas Beschränkendes. Wir verbieten nicht generell etwas, sondern versuchen also auch die Qualität der Ernährung den Patienten näher zu bringen. Und das dritte ist dann das psychische Gleichgewicht. Von der Bewegung her günstige Sportarten, unter Anführungszeichen, sind sicher Laufen, Radfahren, Langlauf, Tanzen für Paare zum Beispiel, Schwimmen und vielleicht auch Kreislauftrainings in Richtung Aerobic und Ähnliches für jüngere Leute. Aber Krafttraining an und für sich wird von unserer Seite nicht empfohlen. Jetzt bist ja du in der glücklichen Lage, Stress vielleicht etwas abgebaut zu haben. Was würdest du jetzt jüngeren Managern empfehlen? Ich würde meinen, dass man sich vielleicht doch nicht so
in das Geschäft hineinhängen muss, natürlich schon leistungsbewusst, aber dass man einfach immer wieder Outpausen braucht, dass man sich der Familie widmen soll, dass man auch ein geplantes, freies Wochenende hat, dass man hier wirklich aus diesen Dingen Kraft schöpfen kann. Ich genieße sicher jeden Tag sehr bewusst, das machen ja viele Menschen. Ich hole mir die Erholung in der Freizeit, besonders durch meine Kinder, und freue mich an schönen Dingen und genieße das Leben. Jetzt in der Pension geht es mir hervorragend. Ich glaube, ich genieße jetzt den Teil des Lebens, das eigentlich am schönsten ist. Ich habe mir ein schönes Heim geschaffen, habe eine Freizeit und habe eine gewisse Basis zum Leben. Und so gut, wie es mir jetzt geht, also ist mir eigentlich noch nie gegangen, und ich hoffe, ich kann es noch länger erleben. Na, ich glaube, es gehört auch, weil Sie das schon so ansprechen, schon eine gewisse positive Lebenseinstellung dazu.